Du bist gerade so motiviert. Jetzt willst du auch deine Leute davon überzeugen, härter zu arbeiten. Du könntest eine Rede halten, um sie anzuspornen. Eine schlechte Rede könnte allerdings das Gegenteil bewirken. Erstens, halte eine Rede, keine Einschränkung. Zweitens, halte eine inspirierende Rede. Diplomatiefähigkeitspunkte 5 bis 10. Wir haben 8. Und vielleicht keine so eine gute Idee. Keine Einschränkung. Wir werden uns mal... wir machen keine Rede. Wir halten keine Rede. Die 3. Die 3 nehmen wir. Du entscheidest, dass es wahrscheinlich am besten ist, jetzt nichts zu sagen. Du möchtest deine Leute nicht versehentlich verärgern. F. Alles klar. Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer, mit einem weiteren Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ein Daumen hoch hilft jedem kleinen Kanal im YouTube-Algorithmus. Wir haben Winter, wie ihr seht. Ich habe ja gesagt, im Winter sehen wir uns wieder. Ich hatte ja den Herbst auf 10 Tage verlängert, um die Palisaden oder die Zäune, Mauern zu bauen. Mauer ist es ja nicht, zum Glück. Es sind halt Holzpalisaden. Ich habe nach dem 8. Tag diese Aktion jetzt abgebrochen. Also nach 8 Tagen Herbst habe ich zum Winter geschalten. Und zwar aus einem Grund, aus einem wichtigen Grund. Und zwar besteht die Gefahr, dass unser Essen nicht reicht. Wenn wir noch 2 Tage im Herbst haben, unser Kohl ist fast alle. Ich habe die Küche umgestellt, dass die jetzt Fladenbrot herstellen. Wir haben fast 1500 mal Mehl. Wasser haben wir genügend, da können die Fladenbrot herstellen. Und Fladenbrot hat einen relativ hohen Nährwert. Aber jetzt müssen wir uns erst einmal umziehen. Ehe wir einen Dorfrundgang machen, dann nehmen wir rüber erstmal die dicken Handschuhe, die einfache Tunika, den Gugel mit langer Pelzkapuze, eine der Hosen, eine Hose und ein paar Stiefel. So, entweder Materawein oder sie kriegt von uns eine Zudecke, eine Bettdecke. Jetzt im Winter kann sie eine Bettdecke gebrauchen. F. Gut, die schenken wir nachher unserer Frau. So, jetzt räumen wir aber auch gleich rein hier. Rasimirs Hemd raus, Rasimirs Kniehose, Rasimirs Schuhe. Okay, und wir müssen uns jetzt wieder anziehen. Und zwar ziehen wir an die Lederhandschuhe, ist klar. Die Tunika. Dann den Gugel. Die Hose. Und ein paar Stiefel. Perfekt. Jetzt sind wir gewappnet für den Winter. Oh ja, jetzt sieht er ganz gut aus. Alles klar. Rasimir, hast dich fein gemacht. So, jetzt schauen wir uns mal Sigmunda. Erika. Wo ist die Patilda? Die ist bestimmt schon zu hart im... Ich muss den Hammer in die Hand nehmen, damit ihr das seht. Ach, ich sehe gerade, der Herold ist im Tal. Wo ist der? In Gostovia. Gut, alles klar. Brauchen wir nicht nach Hornika blitzen. Und zwar habe ich hier, das wird noch gebaut, das Blaue wird noch gebaut.
habe hier hinten hier am Wasser lang gebaut, Zäune hier lang. Das ist schon, ich will ja das ganze Dorf umzäunen. Dann habe ich, wo ist er? Hier ein Tor eingebaut, ein Doppeltor. So, dann habe ich hier oben noch mal, den müssen wir auch noch ausbuddeln. Ne, den können wir eigentlich stehen lassen, der kann neu wachsen. Hier oben habe ich dann noch einmal ein Tor für unsere, das hier unten ist eigentlich für die Jäger. Und das nächste Tor hier vorne für uns, wenn wir, nehmen wir gleich mit die Steine, wenn wir nach Dinizia wollen. So, hier haben wir ein schönes Tor. Und dann geht das hier weiter. Das soll ja hier ringsrum gehen. Hier oben haben wir schon ein Tor vorbereitet. Also das ist schon noch eine Aufgabe. Da werden wir noch mal im Frühjahr oder im Sommer noch mal ein oder zwei Tage, werde ich gleich einplanen, ein oder zwei Tage noch mal einschieben, um die Einzäunung fertig zu kriegen. Hier haben wir dann halt schon ein Tor vorbereitet und das soll ja dann hier hinten ringsrum gehen durch den Wald bis runter zu dem Weg. Oder ist das der Weg? Ne, wo ist er? Ne, das ist unser selbst angelegter Weg. Bis hier runter. Hier kommt ein Tor rein, ist ganz klar. Also hier bis zu diesem Weg. Ob wir hier lang machen oder ob wir hier oben lang machen, weiß ich noch nicht, wie sich das am besten ergibt. Und jedenfalls wieder runter, hinter unseren Häusern, bis zum Wasser. Dass wir das Dorf komplett einfrieden. Dass da wirklich keiner ungesehen reinkommt. So, unseren Küchenleuten habe ich schon gesagt, weil der Kohl geht langsam zur Neige. Ich habe noch das gesamte Vorrat an Fleisch gebraten, dass ihr gebratenes Fleisch habt. Unseren Küchenleuten haben wir gesagt, dass sie Fladenbrot backen sollen. Wir haben was bei 1500 Portionen Mehl, also das reicht dann schon. Und meine Bauaktion hat ein Gutes bewirkt. Tada! Wir haben das Wirtshaus freigeschaltet. Ich habe das Phantomgerüst hier hergestellt. Es hat einen Nachteil gehabt. Ich wollte es ja unbedingt hierher bauen, dass ich hier diesen Birnenbaum wegmachen musste, aber das ist nicht das Problem. Dafür habe ich hier zwei Felder angelegt. Da pflanze ich im Frühjahr zwei neue. Das kann man im Winter machen, zwei neue her. Und jetzt werden wir als erstes unser Wirtshaus bauen, dass unsere Leute ins Wirtshaus gehen. So, und dafür brauchen wir erst einmal Bretter. So, was haben wir denn hier drin? Haben wir noch irgendwelche? Holzschalen. Steine haben wir noch 15, die räumen wir gleich mal raus. FEF, die eine Mauer habe ich auch gebaut. Drüben und an der, naja, Obstbaumallee. Das habe ich jetzt rausgeräumt. Irgendwas Wichtiges? Menschen, Rekufbogen? Nee, oder? Habe ich was rausgeräumt, was ich jetzt... Ich habe jetzt beim Erzählen nicht drauf geachtet. Na ja gut, werden wir ja sehen, ob irgendwas schief läuft. So. Wir nehmen uns jetzt... Ach so, die Bettdecke habe ich drin. Den Bronzeschaufel habe ich noch drin. Na gut, die Wintersachen, die wiegen alle ein bisschen mehr. Und jetzt nehmen wir uns erstmal Bretter. Wie viel nehmen wir? 65. Oh, das geht. Jetzt decken wir erstmal das Dach.
kann man nichts konfigurieren. Und die Wände hier sind aus Holzstämmen, alles klar. Bauarbeiten abgeschlossen. Schenke. Perfekt. Unser Wirtshaus ist fertig. Oh, da ist nicht viel Platz hier. Guck doch mal. 1, 2, 3. Das sind 6, vielleicht 12 Mann passen hier rein. 2 Tische bloß. Kann man hier noch Tische reinstellen? Müssen wir mal schauen. Geht das hier noch? Halt, müssen wir hier drüber gehen, über Q. Ich hoffe mal, dass man hier noch nicht genügend Holzstämme. Das muss ich jetzt ausprobieren. Das ist ein bisschen wenig hier, hä? Hoffentlich können wir hier noch was reinstellen. 12 Mann, wir haben 80 Leute. Wie viele Kneipen soll ich denn da bauen, damit ich die alle runterkriege? Boah! Kneipen City. Das ist ein bisschen wenig. Mal schauen, ob wir da noch einen Biergarten können wir noch machen. Ja, alles klar. Aber na gut, da können wir hier was. Da machen wir diese Felder wieder weg. Da machen wir hier einen Biergarten draus. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch was reinstellen können. Kuh. Tisch. Nee, das geht hier nicht. Alles klar, dann können wir gleich was hier draußen hinstellen. Ja, können wir nur draußen hinstellen. Alles klar. Dann müssen wir gleich mal hier. Also, die Felder wieder weg. Damit wir hier einen Biergarten hermachen können. Und dann kommt halt das Ding weg. So. Das ist ja A. Kommt die Bank auch weg und das kommt weg. Cool, wollen wir mal sehen, ob das so geht, wie wir uns das vorstellen. Sitzgelegenheiten, dann nehmen wir erstmal hier solche. Ja, hier eine Sitzgelegenheit hin. So, und dann müssen wir jetzt davor noch einen Tisch stellen. Naja, das geht. Dann kriegt man da hier gegenüber noch eine Sitzgelegenheit hin. Das müssen wir dann mal in Angriff nehmen. Hier Sitzgelegenheit, hier noch so eine Bank. Nicht vorwärts rennen. Was machst du denn von Quatsch, Senior? Drehen sollst du das Ding. Ja, können wir noch eine Bank hier herstellen. Gut. Ja, die hätten wir können weiter woanders hinstellen. Alles klar. Das müssen wir dann noch mal. Die Feinarbeiten müssen wir noch durchführen.
Also auf alle Fälle haben wir jetzt hier mal eine Gaststätte und eine Gaststätte ist wieder ganz für mich. Sonst redet er immer von Kneipe. Wir haben eine Kneipe. So, und da habe ich mir gedacht, hier unsere Kandidaten, die hier drin wohnen, in dem Haus, im 41. Haus, das wären das Kneiber-Ehepaar. So, und das ist der Ademar und die Genoveva. Die werden wir jetzt in die Kneipe stecken. So, alles klar. So, Häuser. Das müsste jetzt das Produktion, ja, das ist Produktion, ne? Schenke. F. Leeren Slot. Das lernen die alles. Der Ademar, der hat eine 2. Na bitte, geht doch schon. Höher wirst du es kaum kriegen. Schankwirt. Und die Genoveva. Die können das zusammen machen. Die hat eine 1. Naja, gut, die lernt das auch. Die ist auch erst 19. Schankwirt. So. Aber wir können auch mal. War nicht so einfach jetzt. Ich möchte es auch gern, dass das. Dass die aus einem Haus kommen. Donja kriegt auch gleich eine Aufgabe, was er machen sollt. Ach, die fegt gleich mal. Die macht gleich mal die Kneipe sauber. Alles klar. Gut, sie macht wenigstens was. Alles klar. So, jetzt schauen wir noch einmal in die Gaststätte rein. Die Gaststätte, die Kneipe. Die Schenke. F. Gucken wir mal, was die produzieren. F. Ah, die haben Säfte und sowas können die herstellen. Alles klar, müssen wir alles erst noch kaufen. Hafer, Bier, Met, das kann man auch Hopfen anbauen. Alles klar, kochen tun die jedenfalls hier hinten nicht. Alles klar. Die machen dann die alkoholischen Getränke. Alles klar. Gut, dann müssen wir im Frühjahr Hopfenfelder anlegen. Oder das können wir jetzt eigentlich jetzt auch schon. Kommt der Hopfen auf normale Felder? Ja. Denk, habe ich halt Hopfenpflanzen. Und da müssen wir mal reingucken. Halt, haben wir doch im Lager. Naja, das ist schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Fackel, alles klar. So, jetzt gucken wir mal, was wir an Hopfen haben. Ansonsten müssen wir uns welchen kaufen. Ha, wie Hopfen. Hopfen habe ich 8. Nee, 8 Hopfen habe ich. 4 Hopfensetzlinge. Da werden wir jetzt mal hier oben sehen, ob wir hier oben Hopfen anbauen können. Da gehen wir hier rüber. Da drüben haben wir ja noch Platz. Beziehungsweise hier hoch. Ja, hier machen wir ein Feld. Erstmal hier. Genau. So.
So. Dann schauen wir mal. Kuh. Zurück. Heute Landwirtschaft. Obstbäume und Hopfen müssen wir hier drauf, auf diese Felder, alles klar. Also müssen wir hier erstmal hier hoch. Bis hierher. Und können wir dann noch drüben? Nee. Man kennt bloß. Was die einmachen hier ein Hopfenfeld. Nee, zurück. Bauen, Landwirtschaft, Plantage. Ja, machen wir noch eine Plantage hin. Wir haben doch eigentlich genügend Platz und das hier. Man kann ja den Platz richtig ausschöpfen hier. Ja, und das hier ist 20. Ne, das ist, wie groß ist das? Weiß ich jetzt nicht. Gut, werden wir sehen, wenn wir. Müssen wir sehen, wo wir jetzt Hopfen kaufen können. Bestimmt beim Edgar in Gostovia. Wir wollen sowieso nach Gostovia nächsten Tag. Und uns beim Herold erkundigen, was er will. Einer sitzt schon hier drinnen. Ja, der Roderick. Und wer ist das? Der Kunigunda. Ja, die sitzen schon da. Naja, gut. So, jetzt werden wir aber auch gleich noch ein paar Holzstämme mitnehmen. Und noch ein paar Tische bauen. Naja, wir brauchen noch ein bisschen draufklicken. Holzstamm F. Nehmen wir mal ein paar mit. 27 müsste reichen. Was habe ich denn jetzt noch drin? 135 Kilo habe ich geladen. Boah. Was habe ich denn jetzt dabei? Habe ich noch so viele Holzstämme jetzt? Jetzt habe ich 40 Holzstämme. Alles klar. Da legen wir mal ein paar weg. Zähne. Nicht gedacht, dass ich noch so viel einstecken habe. Jetzt sieht das schon besser aus, genau. So, na, dann fangen wir mal an. Kuchen. Möbel. Sitzgelegenheit. Die brauchen wir Bretter. Mhm. Man kann eigentlich auch solche Bänke machen. Alles klar. Und was sind dann die Tische? Da brauchen wir auch Holzstämme. Hier sind normale Tische. Ne, wir nehmen jetzt diese Tische. Wir nehmen die normalen Bänke. Tisch.
Wir haben da drin auch bloß die ganz normalen. Gut, Bänke haben sie noch ein paar andere drin. Aber Tische haben sie auch bloß diese. Diese Tische. Gut, dann passen auf alle Fälle hier noch. Nehmen wir mal ein bisschen in die andere Richtung. Da hin, genau. Kuh. Tisch. Oh, das wird ja wird nix. Da ist ein Pückel drin, da wird nix. Ist klar. Gut. Das ist ein bisschen weit weg hier, oder? Sieht ein bisschen ulkig aus. Den machen wir wieder weg. Den machen wir wieder weg. Das ist nix. So, da brauchen wir ja noch einen Tisch dazu. Guck mal, eine Kuh. Möbel, Tisch, Tisch. Den nehmen wir erst einmal hier. Wieso können wir den jetzt hier nicht rüber? Weg. Gut. Ist jedenfalls. Kneipe ist schon voll. Ach, da passen sogar bloß 8 Mann rein. Guckt euch das an. Die machen sich so breit auf den Bänken. Das ist Corona-Mindestabstand hier. Aber haben noch keine Maske auf. So, alles klar. Wir haben jetzt erst einmal Gaststätte gebaut, Kneipe gebaut. Und wir haben noch Holzstämme einstecken, müssten wir eigentlich. Wir schauen mal, was wir jetzt hier noch an den Zäunen, die wir hierher gebaut haben. Da muss ja hier auch noch älter sein. Genau. Wo kommst denn du her? Warst du unten am Wasser oder was? Ein See gepinkelt. So, hier machen wir noch zu. Da fällt uns einer. Uns noch ein paar Holzstämme. Einer fällt uns. Holzstämme haben wir da drin. Halt hier umwechseln.
hoffe nur, dass auch unsere NPCs die Tore verwenden. Nicht, dass sie dann da stehen und kommen nicht in die Fischerhütte. Nein. Ich habe mir extra hier gleich gegenüber der Fischerhütte ein Tor eingebaut. Also hier haben wir extra ein Tor reingemacht. Gut. Wir müssen jetzt auch erstmal noch was trinken. Wir gehen jetzt nach Hause. Es zeigt die Uhr, es ist schon wieder 20.27 Uhr. Wir sind schon wieder bei einer Aufnahmezeit von 37 Minuten, aber der Kneipenbau kommt ja in Zeitraffer. Alles klar, meine Freunde. Ich sag dann schon mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Da werden wir uns nach Kostobia begeben zum Herold, fragen, was der will, und wir werden Hopfenpflanzen kaufen, Hopfensetzlinge, damit wir unsere Hopfenfelder pflanzen können. Alles klar, tschüss, bis zur nächsten Folge.